Mit der Fortbildung zur Verwaltungsfachwirtin bzw. zum Verwaltungsfachwirt qualifizierst du dich für höhere Aufgaben des gehobenen Dienstes. Also Aufgaben, die sonst Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes wahrnehmen. Aber wie läuft diese Fortbildung eigentlich genau ab? Wie kann ich mich anmelden und wie kann ich mich auf die Prüfung richtig gut vorbereiten? Da kann dir Plakos helfen. Das kann ich dir jetzt schon mal verraten. Ansonsten wirst du jetzt lernen, warum du dich jetzt noch anmelden kannst und wie du richtig gut in diese Fortbildung startest. Ich bin Lukas Weigersdorfer, ich bin Diplom-Verwaltungswirt und jetzt geht es um die Fortbildung Verwaltungsfachwirtin, Verwaltungsfachwirt. Viel Spaß mit diesem Video. Das hier ist ja ein YouTube-Kanal von Plakos. Plakos ist aber noch viel mehr als dieser YouTube-Kanal. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, um dich online auf Prüfungen im öffentlichen Dienst vorzubereiten. So kann dir auch Plakos helfen, online für deine Abschlussprüfung in der Verwaltung zu trainieren. Mehr Informationen dazu findest du auch unter diesem Video in der Beschreibung und auf unserer Website www.beamtentest-vorbereitung.de. Später im Video werde ich dir auch zeigen, wie dir Plakos speziell hier weiterhelfen kann. Dieser Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirtin, Verwaltungsfachwirt richtet sich an Personen, die für Aufgaben vergleichbar des gehobenen Dienstes bei Beamten qualifiziert werden sollen. Vor allem für Quereinsteiger gibt es in unterschiedlichen Bundesländern Einstiegslehrgänge, die vor diesem Fortbildungslehrgang kommen. Das heißt, bevor du in die Fortbildung Verwaltungsfachwirtin, Verwaltungsfachwirt gehst, wirst du zum Beispiel einen Einführungslehrgang Verwaltung bekommen. Das ist sehr wichtig und richtet sich insbesondere an Personen, die zuvor in anderen Bereichen und nicht im öffentlichen Dienst tätig waren, jetzt aber diese Fortbildung besuchen wollen. Die Fortbildung Verwaltungsfachwirt wird in verschiedenen Bundesländern auch als Beschäftigtenlehrgang 2 bzw. Angestelltenlehrgang 2 oder AL2 abgekürzt bezeichnet. Der genaue Aufbau dieser zweijährigen Fortbildung ist je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber vieles läuft dann doch wieder gleich. Werfen wir mal einen groben Blick darauf. Es beginnt mit einem Einführungslehrgang, der eine oder mehrere Wochen dauern kann. Das ist ein Lehrgang, der findet dann in Vollzeit statt. Also in diesen Wochen bist du an der Verwaltungsschule und hast jeden Tag deinen Unterricht. An diesen Einführungslehrgang schließt sich der normale Teilzeitunterricht an. Dann bist du neben deiner Dienstzeit eben in Teilzeit im Unterricht und der Großteil dieser 2 Jahre der Fortbildung findet im Teilzeitunterricht, also neben der Dienstzeit, statt. Am Ende dieser 2 Jahre steht dann der Abschlusslehrgang, der mehrere Wochen, beispielsweise 4 Wochen dauert, und am Ende schließt du ab mit deiner Abschlussprüfung. Wenn du die Abschlussprüfung erfolgreich ablegst, wird dir die Berufsbezeichnung Verwaltungsfachwirtin bzw. Verwaltungsfachwirt verliehen. Außerdem erhältst du eine Hochschulzugangsberechtigung damit. Diese Fortbildung Verwaltungsfachwirtin, Verwaltungsfachwirt richtet sich an unterschiedliche Personen. Zum einen Menschen, die bereits eine abgeschlossene Ausbildung in der Verwaltung vorweisen können, also Verwaltungsfachangestellte. Aber auch Fachangestellte für Bürokommunikation können diese Fortbildungsmaßnahme ergreifen, wenn sie mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung vorweisen können. Verwaltungsfachwirt kann aber auch werden, wer eine andere Ausbildung im Bereich Verwaltung abgeschlossen hat und einfach 3 Jahre in einer Verwaltung schon gearbeitet hat. Weiterhin zugelassen sind Beschäftigte mit bestandener Angestelltenprüfung 1 mit einer 6-jährigen Berufspraxis in der öffentlichen Verwaltung. Und schließlich auch Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung, die zwar keine abgeschlossene Ausbildung im Verwaltungsbereich vorweisen können, aber mindestens eine 6-jährige Berufspraxis vorweisen können und anhand von Unterlagen beweisen sozusagen, dass sie auch wirklich im Bereich der Verwaltungsfachangestellten gearbeitet haben und im Bereich Büro, Verwaltung tätig waren. Dafür ist aber mindestens eine 6-jährige Berufspraxis in der öffentlichen Verwaltung Voraussetzung. Zu der Fortbildung Verwaltungsfachwirtin, Verwaltungsfachwirt gibt es also unterschiedliche Wege. Aber es gibt am Ende eine Prüfung, die erfolgreich bestanden werden muss. Und bei der Fachprüfung 2 unterstützt dich Plakos. Mithilfe des Online-Komplettpaketes für die Vorbereitung. Damit kannst du für deine Prüfung optimal trainieren.
Wie ich eingangs des Videos schon erwähnt habe, kannst du mit Hilfe der Online-Prüfungstrainer jetzt von überall aus für deine Abschlussprüfungen trainieren, so auch hier in der öffentlichen Verwaltung. Die entsprechenden Inhalte befassen sich mit den unterschiedlichen Rechtsgebieten, aber auch den sozialen Themen, den Sozialwissenschaften oder den verwaltungsbetriebswirtschaftlichen Themen. Du findest darin also Unterlagen in Textform, aber auch als Präsentation, als Video und natürlich entsprechende Übungsaufgaben und Fragen, Testfragen, um dein Wissen auf die Probe zu stellen. Alle Informationen zur Online-Prüfungsvorbereitung mit Plakos findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gleich im Infotext unter diesem Video findest du den ersten Link und das ist ein Link zu Plakos. Dort siehst du, welche Inhalte dich in diesem Online-Paket erwarten. Wie bereits angesprochen, ist diese Fortbildung berufsbegleitend. Insgesamt sind es 1200 Unterrichtsstunden à 45 Minuten, die du in den 2 bis 3 Jahren absolvierst. Und das eben, wie gesagt, berufsbegleitend. Die Fortbildung ist dabei untergliedert in 2 große Abschnitte. Zum einen der Teil 1 und der schließt ab mit der schriftlichen Fortbildungsprüfung. Der Teil 2 der Fortbildung schließt dann ab mit der schriftlichen Abschlussarbeit bzw. mit der Fachprüfung 2 und mit der Präsentation deiner praktischen Arbeit. Das Konzept dieser Ausbildung sieht unterschiedliche Unterrichtsformen vor. Zum einen wirst du unterrichtet in Präsenzunterricht an der Verwaltungsschule dienstbegleitend. Es gibt jedoch darüber hinaus auch die Ortslehrgänge, zum Beispiel 1 Woche oder 2 Wochen am Stück an einem bestimmten Ort in Vollzeit einen Lehrgang absolvieren. Und dann gibt es auch das Distanzlernen, das über Lernplattformen wie zum Beispiel auch Moodle funktioniert. Teilweise erfolgt der Unterricht auch als Webinar, also als Distanzunterricht. Die Anmeldung zu dieser Prüfung ist häufig limitiert. Und das Gute für dich jetzt, du kannst dich noch anmelden. Anmeldeschluss ist jährlich Ende April oder Anfang Mai. Das variiert ein bisschen je nach Bundesland. Jetzt ist also für dich noch die Möglichkeit, dich für diesen Fortbildungslehrgang anzumelden. Wenn das der Fall ist, dann gehe einfach auf die Website der Verwaltungsschule deines Bundeslandes und informiere dich dort und abonniere natürlich auch diesen YouTube-Kanal für weitere Videos zur Prüfungsvorbereitung in der öffentlichen Verwaltung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du natürlich diesen Kanal abonnierst, damit du kein Video mehr verpasst. Sieh dich auch gerne um, du findest hier schon viele interessante Inhalte rund um die Prüfungsvorbereitung. Mehr Informationen gibt es auch auf unserer Website www.beamtentest-vorbereitung.de. Ich wünsche dir an dieser Stelle schon einmal viel Erfolg bei deinem Fortbildungslehrgang zur Verwaltungsfachwirtin bzw. zum Verwaltungsfachwirt und noch viel Spaß mit den weiteren Videos auf diesem YouTube-Kanal. Bis bald, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Lukas.